Ein Kiew-Beamter hat die Türkei beschuldigt, Getreide gekauft zu haben, das Russland aus der Ukraine gestohlen hat, und damit Berichte untermauert, dass Moskau weiterhin landwirtschaftliche Geschäfte macht, während sich eine globale Nahrungsmittelkrise zum großen Teil als Folge des Krieges entfaltet. Kies Botschafter in Ankara sagte am Freitag, türkische Käufer gehörten zu denen, die Getreide erhielten, das Russland illegal von der Krim verschifft hatte, der Schwarzmeerhalbinsel, die der Kreml 2014 beschlagnahmt und annektiert hatte. Er fügte hinzu, er arbeite mit der Regierung von Tayyip Erdogan und Interpol zusammen, um es zu identifizieren und zu fangen Personen, die für die Handelsbewegungen verantwortlich sind. Botschafter Vasyl Butna sagte, Russland stiehlt schamlos ukrainisches Getreide und holt es von der besetzten Krim heraus. Dieses Getreide wird in fremde Länder, einschließlich der Türkei, verschifft. Wir haben an die Türkei appelliert, uns zu helfen, und leiten auf Vorschlag der türkischen Seite Strafverfahren gegen diejenigen ein, die Getreide stehlen und verkaufen. Satellitenbilder des Krimhafens von Sevastopol, die am 19. und 21. Mai von Maxar Technologies mit Sitz in den USA aufgenommen wurden, zeigen zwei unter russischer Flagge fahrende Massengutfrachter, die Matros Pozynich und die Matros Koschka, die ukrainisches Getreide andocken und laden.